Bärdeutinger auf seine Landsleute verzichten. Der Frühbeiß Stefan gesperrt, der Bucheral verletzt und der Lechleiter Robert angeschlagen nur auf der Bank. Unterhaching damit ohne einen einzigen bayerischen Feldspieler. Ganz anders Gastgeber Burghausen in Weiß-Schwarz. Fünf Akteure, die auch in Lederhosen eine knackige Figur abgeben. Zum Beispiel Michael Wiesinger, 5 Kilometer von Burghausen aufgewachsen. Dritte Minute, Wiesinger auf einen anderen Bayern, Martin Forkel und das ist Raphael Katzior. Erste Möglichkeit, Burghausen. Parallele zwischen beiden Teams, sowohl Wacker als auch Unterhaching haben ihren besten Torjäger der letzten Saison abgegeben. Das Tore schießen ohne Reisinger bzw. Copado, das große Problem dieser beiden Mannschaften. Die Anfangsphase ging eindeutig an Burghausen. Oslislo, ganz schnelles Umschalten. Oliver Fink, geschickt mitgenommen und noch besser, das Ding mit der Hacke auf Wiesinger. Engagement, Laufbereitschaft und auch Kreativität, wie in dieser Szene die Hacke von Fink. Das stimmte zu Beginn beim Gastgeber, nur im Abschluss Burghausen noch ausbaufähig. Die Mannschaft von Marco Schupp zuletzt mit Problemen zu Hause. Burghausen saisonübergreifend, seit 5 Heimspielen schon ohne Sieg. Aber von Heimkomplex zu Beginn keine Spur. Freistoß Michael Wiesinger. Wiesinger und Vlado Jeknic. Fast der perfekte Einstand für den serbischen U21-Nationalspieler. Erstes Spiel für Vlado Jeknic. Mittlerweile eine halbe Stunde schon gespielt. Von Unterhaching bislang nichts zu sehen. Dabei können sie es doch. Burghausen beim Vorchecking weit aufgerückt. Und Ndjai nutzt den freien Raum. Das ist Paul Tomic. Die Flanke von Gigani und da kommt Theinert. Christoph Theinert. Der Neuzugang aus Mainz schon mit 2 Saisontoren. Aber Uwe Gospodarek immer noch einer der besten Keeper in der zweiten Liga. Gigani auf Christoph Theinert. Durch diese Möglichkeit kippte die Partie ein wenig. Unterhaching wurde nun mutiger, nur 2 Minuten später. Einwurf Christoph Theinert. Auf Ndjai. Die Burghauser laufen nur hinterher. Immer noch Ndjai. Und hier kommt Gigani, Patrick Gigani. Haching im Stile eines abgezockten Profiboxers. Erst den Gegner sich austoben lassen, dann eiskalt die entstehenden Lücken der Deckung nutzen. Gegen Ende der ersten Hälfte ein ganz anderes Spiel auf einmal. Ecke unter Haching, ausgeführt durch Thomas Sobotzik. Gospodarek ist dran oder auch nicht. Da liegt ein Kuckucksei im Netz. Der ist drin und er zählt auch. Burghausen unter Haching 0:1. Was für ein Aussetzer von Uwe Gospodarek. Er lässt die Kugel fallen und wirft sie auf den Rücken von Stefan Buck. Herzlichen Glückwunsch an Stefan Buck. Sein erstes Profitor, weil er zur rechten Zeit am genau rechten Ort gestanden hatte. Welch ein schwerer Schnitzer von Uwe Gospodarek. Ansonsten ja die Zuverlässigkeit in Person. Noch ein zaghafter Blick Richtung Schiedsrichter. Doch Gospodarek wusste ja nur zu genau, da war weit und breit kein Foulspiel mit dabei. Das war ein einziges großes Nein. Pausenstand damit 0:1. Burghausens Co-Trainer Wolfgang Riedel schwor Dragan Bogavac ein. Der Stürmer kam Ende August von Roter Stern Belgrad. Bogavac immerhin mit einem Länderspiel für Serbien-Montenegro. Auch Ronald Schmidt jetzt wieder dabei. Umkämpfter Beginn der zweiten Hälfte. Bubakar Ndjai. Tolles Tackling von Jeknic und sogar der doppelt eingesprungene Jeknic. Burghausen fightete und der Ball kommt zu Marek Ricci. Leichte Probleme bei Philipp Javan. Erst durch den super Einsatz von Vlado Jeknic wurde es eine echte Tormöglichkeit. Das Hinterherrennen kennt Burghausen bereits. Alle 3 Saisontore erzielte die Mannschaft von Marco Schupp in Hälfte 2. Burghausen hat Kondition und Hurra. Mitte der zweiten Hälfte.
Unterhaching stand gut, Chancen fast nur nach Standards. Ecke, Bodimeier, die Ecke, wie ein Strich. Und Nico Herzig hat den Mut, den Kopf reinzuhalten. 1:1, der Ausgleich für Burghausen. Lars Hart, der Eckstoß von Bodimeier. Und super platziert, der Kopfstoß von Nico Herzig. Nicht nur schön, dieser Treffer ergab natürlich Burghausen auch neuen Schwung. 1:1, Nico Herzig. Nur 3 Minuten später, Burghausen jetzt wieder engagierter und schneller im Offenbauspiel. Burghausen über Burkhardt und dem Fehler, aber kein Vergleich zu diesem schlechten Pass von Stevic. Bogavac auf Burkhardt und der